Hallo, liebe Pilzfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Passend zur aktuellen Witterung und weil es am letzten Wochenende so ein schöner Erstton war, geht es heute um den Sonnentäubling. Der Sonnentäubling ist ein Symbiosepilz, den man vor allem in Laub- und Laubmischwäldern finden kann. Besonders gerne zeigt sich der Sonnentäubling in Buchenwäldern. Die Art ist in den passenden Habitaten durchaus zu finden, fehlt in Regionen ohne passende Habitate dazu im Gegensatz dann natürlich komplett. Finden kann man den Sonnentäubling vom Sommer bis in den Herbst hinein. Der Sonnentäubling ist zwar, wenn überhaupt, nur etwas unverträglich, also nicht stark giftig, besitzt aber keinen angenehmen Geschmack. Die Geschmacksprobe fällt vor allem mit Lamellen sogar extrem scharf aus. Das Fleisch des Sonnentäublings ist außerdem vergleichsweise weichfleischig und dennoch sehr brüchig und dementsprechend fragil. Der Sonnentäubling ist ein relativ kleiner, zierlicher Täubling und erreicht in der Regel einen Hutdurchmesser von bis zu 8 cm. Die Hutoberseite kann relativ hell, fast weißlich, weißgelblich oder auch leuchtend gelblich gefärbt sein. Insgesamt fällt die Farbe beim Sonnentäubling in der Hutmitte aber meist deutlich intensiver aus als am Hutrand. Bei trockener Witterung fällt die Huthaut matt, bei feuchter Witterung dagegen schmierig aus. Bei ganz jungen Fruchtkörpern ist der Hut noch relativ glatt. Bei ausgewachsenen und vollkommen aufgeschirmten Fruchtkörpern fällt der Hutrand deutlich gerieft aus. Die gelblich gefärbte Huthaut lässt sich außerdem relativ leicht bis zur Hutmitte abziehen. Auf der Hutunterseite befinden sich beim Sonnentäubling jung weißlich bis cremeweißlich gefärbte Lamellen. Im Alter können sich die Lamellen auch etwas ockerweißlich bis hell ockergelblich verfärben. Die Lamellen sind wie der komplette Fruchtkörper sehr fragil und splittern bei fast jeder Berührung. Am Grund des Hutfleisches sind die Lamellen außerdem queradrig miteinander verbunden. Besonders bei ausgewachsenen Fruchtkörpern ist dieses Merkmal durch die dann relativ weit auseinanderstehenden Lamellen sehr gut zu sehen. Das Sporenpulver ist ockergelblich gefärbt. Auch am Stiel befindet sich beim Sonnentäubling ein sehr einfach zu erkennendes und typisches Merkmal der Art. Der Stiel wird nämlich mit zunehmendem Alter sehr schnell wattig hohl. Durch das relativ weiche, aber sehr brüchige Fleisch ist auch der Stiel sehr fragil. Der Stiel ist grundsätzlich weißlich gefärbt, kann aber auch etwas bräunlich fleckend ausfallen. Zur Stielbasis hin fällt der Sonnentäubling außerdem oft etwas bauchig verdickt aus. Insgesamt erreicht der Stiel des Sonnentäublings in der Regel eine Länge von bis zu 8 und einen Durchmesser von maximal 2 cm. Das Fleisch des Sonnentäublings ist wie schon beschrieben relativ weich, aber brüchig und dementsprechend empfindlich. Das Fleisch ist weißlich gefärbt und besitzt einen etwas eigenartigen, süßlichen, aber auch säuerlichen Geruch, der auch etwas an Senf erinnert. Uns erinnerte der Geruch beim Erstfund ganz eindeutig an Senfgurken. Das Geruchsempfinden ist aber sehr individuell und so kann von süßlich-obstartig über einen Geruch nach Essiggurke bis zu einem senfartigen Geruch hier im Prinzip je nach Person alles dabei sein. Die Geschmacksprobe fällt vor allem an den Lamellen unangenehm bis fast schon extrem schärflich aus. Bei den chemischen Reaktionen lässt sich dem Sonnentäubling mit Eisensulfat an Stiel und Hutfleisch ein wunderschönes Orange-Rosa entlocken. Die Stielrinde wiederum verfärbt sich mit Guaiac vergleichsweise schnell blaugrünlich. Ja, kommen wir nun zu den Verwechslungspartnern. Da listen wir einfach mal so ein paar gelbe Täublinge auf, wie zum Beispiel den Ockertäubling, den Pfirsichtäubling oder auch den gelben Graustieltäubling. Ja, es gibt sicherlich so um die 30, 40, 50 mehr oder weniger gelblich gefärbte Täublingsarten.
Insofern sind gelbe Täublinge in der Regel nicht ganz so einfach zu bestimmen. Wenn man aber die folgenden relativ eindeutigen und leicht zu sehenden Merkmale in Kombination betrachtet, dann ist der Sonnentäubling eigentlich relativ leicht zu erkennen und kaum zu verwechseln. Vorkommen im Buchenwald: gelblicher Hut, der in der Hutmitte meist kräftiger gefärbt ist als am Hutrand. Der geriefte Hutrand bei ausgewachsenen Fruchtkörpern. Die weichen, aber brüchigen und sehr fragilen Lamellen. Die queradrigen Verbindungen der Lamellen am Hutfleisch. Der bei ausgewachsenen Fruchtkörpern immer wattig hohle Stiel. Die sehr scharfe Geschmacksprobe vor allem an den Lamellen. Und natürlich der süßlich-säuerliche, senfartige, einzigartige Geruch. Ja, soviel also zum Thema Sonnentäubling. Zum Abschluss vom Pilzporträt gibt es jetzt wie gewohnt nochmal die Teilaufnahme der Art. Da könnt ihr euch die Merkmale, die wir gerade nochmal genannt haben, im Detail nochmal anschauen und sie euch einprägen. Wie sieht es denn bei euch in der Region aus? Ja, also habt ihr den Sonnentäubling auch schon finden können? Wie sieht es mit anderen gelben Täublingsarten aus? Da gibt es ja einige. Vielleicht schreibt uns wieder in die Kommentare, welche gelben Täublinge ihr schon finden konntet. Würde uns wie immer freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht's es gut und bis dann.